Okay, willkommen zurück. Wir sind vom Queen's Hospital und werden es jetzt nochmal durchsuchen. Okay, ich hacke nun deren Sicherheitssystem. Schloss geöffnet. Alles schön random, gehen wir. Random. Wirklich toller Name. Ja, egal. Ich bin für alles bereit. Schön, ich öffne die Tür. Oh Mann, ich krieg schon wieder Schluck auf. Also Blödsinn. So, Krankenhaus. Wirklich leise hier drin. Es muss hier einen Eingang zum Keller geben. Irgendwo. So. Was hältst du von dem Krankenhaus? Sieht definitiv aus, als sei es nicht, als wird es nicht benutzt. Aber dennoch fühle ich irgendwas. Vielleicht deren Geruch. Oder vielmehr rieche. Riecht er irgendetwas? Deren Geruch. Schauen wir uns nochmal in den drei Räumen um. Tür Nummer 1 geöffnet. Schauen wir uns in Tür Nummer 1 um. Operationssaal. Scheint sich nicht irgendetwas hier zu verstecken. Ah, mir kommt eine Idee. Und zwar. Ich schaue noch mal kurz in Raum Nummer 2, aber ich glaube fast, dass wir nur in Raum Nummer 3 weiterkommen können. Eine Art Versuchslabor. Das ist also ihr Versuchslabor, ne? Aber scheint nur noch ein Schrank zu sein. Closet heißt Schrank. Glorifizierter Schrank vielleicht. Ja, ach zur Hölle damit. Ist nicht wichtig. So, keine Spuren hinterlassen. Wir schließen wieder Tür Nummer 2 ein. Das, was ich suche, muss in Tür Nummer 3 sein. Der Raum, der uns so abgedunkelt war. So, Tür Nummer 3. Schalten wir mal Licht an, okay? Ziemlich dunkel hier, nicht wahr? Echt ein Blitzmerker, dieser Random. Wenn es einen Weg nach unten gibt, dann muss er hier sein. Du hast wohl, ich schätze, du hast recht, Gilly. So, use Metal Gear und turn on the light. Das ist schön. Schalte dein Licht an. Ja, Sir. Da haben wir es auch schon. Überlasse dir die Kontrolle. Da vorne im Lichtkreis, da seht ihr vielleicht schon das Objekt, was ich gesucht habe. Was nämlich beim letzten Mal, als wir hier waren, so als normaler Gegenstand angezeigt wurde. Erstmal hier haben wir wieder die Verbindung nach Russland. Der Basilskathedrale. Das sieht aus wie ein Schloss oder so etwas. Eine sehr alte Fotografie. Nach dem Zustand des Papiers würde ich sagen, es ist mindestens 50 Jahre alt. Ja. Aber viel interessanter ist dieser Gegenstand hier. Diese Vase. Na, habt ihr sie wiedererkannt? Was ist das? Von Angesicht zu Angesicht. Sieht das nicht aus wie das Bild, das an der Wand im Büro des Chiefs hängt?
eine berühmte optische Illusion, nicht wahr? Ich verstehe es. Ihre Augen sollen die optischen Illusionen nicht registrieren. Wir sollten das besser mal nachsehen. Es ist nicht irgendetwas, was ein Mensch einfach bemerken würde. Es könnte eine Art Zeichen sein. So. Ich bin sicher, diese Vase hat irgendeine Art Schalter. Alles schön, ich werde versuchen, ihn umzulegen. Den Schalter. Eine Falltür. Der Schreibtisch hat ein Loch an der Seite. Ein Stairway to Hell, to Heaven, freigelegt hat. Oha. This apparently leads down to a lower level. It looks like Jamie was right. Queen's Hospital does have a basement. And that basement is the Snatcher's main lair. Out of the frying pan and into the fire, as they say. Well, what do we do now, Gillian? Scheint direkt nach oben zu. Im Gegensatz zum Flur sind diese Stufen nicht von Staub bedeckt. Dann würden unsere Freunde benutzen diese, richtig? Ich registriere nichts. Narrow stairway. We'll have to go down single file. Okay, who's going to take the point? That's obvious. The guy with the light. Hey, that's not fair. Spannung steigt. Was finden? Hä? Well, well. What do we have here? It's the hospital corridor. It's the same hallway, but not the one that's on the first floor. So what does that mean? An entire floor of Queen's Hospital has been duplicated underground. So the same floor is both upstairs and downstairs. Sort of like parallel worlds. So that desolate setup upstairs is all just a smokescreen. They're making it look like the place is closed down, but in reality, they're keeping themselves quite busy. Gillian, that means we're already right in the middle of their headquarters. Please use extreme caution. Also schön. Rezeption stand in der Mitte des Flurs, genau wie oben. Und da sind drei Türen, wie oben im Flur. Alles sieht exakt gleich aus. Es ist, als wären wir durch die Zeit gesprungen. Sehr sauber gehalten, nicht wie oben. Ich verstehe, das war Linoleum, nicht wahr? So, die Monitore und die Kontrollkonsolen scheinen in gutem Zustand zu sein. Mit anderen Worten, das Zeug wird regelmäßig nachgecheckt. Wir sollten besser sehr vorsichtig sein. Ausgeschaltet. Aber die AC-Powerlampe funktioniert immer noch. Türen? Tür ist verschlossen. Ich registriere keine Bewegung, wir sind die Einzigen in diesem Bereich. Sehr gut gewachst. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein paar Snatcher hier rumkrabbeln und die Böden beeinwachsen. Ja. Vielleicht war es auch Biff. Aber nee, der macht das selber Autos. Sie mögen diese
ihre Sachen gerne aufgeräumt, oder? Es ist offensichtlich. Es ist offensichtlich anders verwendet worden als im Flur über uns. Es muss einen Schalter geben, genau wie im Flur oben.